Das ist das Bastard Blades Black Matters. In einer blauen Version übrigens. Und zwar Fixed Blade. Warum Fixed Blade? Es gibt auch eine Club-Version, die mich aber nicht überzeugt hat. Dazu später. Aber ganz im Gegenteil hat mich diese feststehende Version wirklich positiv überrascht. Warum? Du hast ein sehr dünnes Design, sehr schlank und kompakt, eine richtig schneidige Recurve-Klinge, extrem leicht, du merkst gar nicht, dass du das Messer mit dabei hast. Ganz, 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 ganz dezent. Hölle scharf! Und meiner Meinung nach auch optisch sehr, sehr elegant. Es gibt zwar auch einen einzigen Kritikpunkt, aber das finden wir raus. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Osman. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das Messer habe ich von Messer World zur Verfügung gestellt bekommen. Ich muss es leider zurückschicken, aber auf der anderen Seite, ich werde nachfragen, ob ich es mir kaufen kann. Denn irgendwie will ich dieses hier nicht mehr hergeben. Warum? Naja, da muss ich jetzt ganz von vorne anfangen. Als ich es ausgepackt habe, habe ich mir gedacht, dieser ganz dünne Griff, der ist wirklich hauchdünn, der wird mir wahrscheinlich nicht gut in der Hand liegen. Und wenn du dir den Griff anschaust, der ist lang und groß genug, dass ich ihn mit meinen Mädchenhänden angreifen kann. Liegt auch schön in der Hand, aber ich habe mir gedacht, es fehlt die Bauchung. Was meine ich damit? Wenn ich mir den guten alten Bushcraft Beaver anschaue, dann hat er eine Teilierung am Griff und liegt natürlich dadurch für Holzarbeiten, für Batonieren, Hacken, Hauen ideal in der Hand. Und das ist nicht nur billige Eigenwerbung, sondern es ist einfach so. Und als ich dann dieses Bastard Blades in meiner Hand gehalten habe, habe ich mir gedacht, ob das überhaupt irgendwie griffig sein wird? Ach ja, billige Eigenwerbung. Wir haben für den Beaver und für viele andere Messer einen Aufsatz, damit man Leatherman, ja, Victorinox und andere Messer auf der Arkade gescheit montieren kann. Ich wollte es nur gesagt haben. Und so habe ich mir gedacht, dass besonders bei Holzarbeiten, ja, ich irgendwie nicht die PS auf den Griff bekomme. Ja, sozusagen. Aber in Wahrheit ist das gar nicht so. Das Ding ist wirklich bissig. Man braucht zwar etwas mehr Kraft für Holzarbeiten, aber es ist ja nicht nur für Holzarbeiten, es ist ja für eine Allzweckklinge. Aber zurück zu den Holzarbeiten, ne? Du brauchst schon mehr Kraft, aber wiederum nicht so viel Kraft, wie ich gedacht habe. Arbeiten mit Handschuhen ist ja überhaupt kein Problem. Es gibt nur eine kleine Einschränkung, wenn du jetzt mit bloßen Händen arbeitest. Hier vorne der Guard. Ja, hier kommst du mit dem Zeigefinger an. Die Bastard Blade Leute, ich glaube, dass die aus Spanien sind, haben alles schön abgerundet. Das heißt, es ist jetzt nirgendwo eine scharfe, unangenehme Kante. Das ist alles großartig gemacht. Aber es ist eben kein G10 hier vorne drauf oder Mercator oder sonst irgendwas. Und das kann vielleicht bei langen Arbeiten ein Thema sein, dass man hier Druckstelle bekommt. Aber sei es drum. Es ist eigentlich kein richtiges Bushcraft-Outdoor-Survival-Messer, das man hier im Bushcraft-Areal auf alter.at oder bei der Survival-Rally.at benutzen könnte. Aber es kann einfach alles und das finde ich gut. Und besonders wenn du mit dem Reverse-Grip, also beim Power-Cut oder eben diesen zu dir hinarbeitend, dann bohrt sich halt dieser Teil hier etwas in den Zeigefinger rein. Und das ist natürlich auf Dauer unangenehm. Aber noch einmal, wenn du wirklich sagst, ich gehe heute raus und möchte einen Bushcraft-Tag verbringen, dann wird wahrscheinlich das nicht die Klinge sein. Wenn du aber eine Klinge dabei haben willst, und ich glaube sogar, dass die 42A-konform ist, schreib mal gerne einen Kommentar, wenn du das weißt. Aber wenn du diese Klinge einfach mit dabei hast, ja, und jetzt ein paar Mal Holz arbeiten musst oder ein Paket öffnen musst oder Brötchen schneiden oder was man halt alles so gerne tun mit den Messern, dann ist es ideal, weil du es einfach wirklich als Fixed Blade, also als feststehende Klinge dabei haben kannst, ohne dass es auffällt, weil es einfach so federleicht ist. Dann zur Klinge selbst. Das Ganze ist ein N96 Stahl, also rostet nicht. Das ist hier eine Beschichtung aufgebracht. Ich weiß nicht, nennt sich das satiniert oder so irgendwie. Auf jeden Fall, wenn man länger damit arbeitet, wird diese Beschichtung schon etwas beschädigt. Aber ich kenne hier andere Messerhersteller. Da fährst du einmal durchs Holz, hackst einmal wo rein und das bröckelt ab. Also natürlich kriegt das Messer dadurch Charakter, besonders bei Holzarbeiten. Aber es ist nicht so, dass es nach zweimal arbeiten. Und ich habe das jetzt schon viel länger im Einsatz. Was man sagen könnte, das ist hier irgendwie ein Problem. Nein, gar nicht. Die Klinge ist eine Recurve-Klinge und ich hatte das erste Mal bei einem Amazon Commander. Und da habe ich schon gelernt, dass diese Recurve-Klinge extrem schnittig war. Also bei dem Amazon Commander und auch hier bei diesem Bastard Blades hier. Also das Einzige, was... Also du arbeitest, fang mal beim Guten an. Ja. Alle Klingenbereiche, auch vorne dieser bauchige Bereich, auch hier hinten, wo sozusagen... dass die Klinge etwas abfällt. Du kannst mit allen Bereichen großartig arbeiten und das ist einfach ein absolutes Plus. Man muss halt beim Nachschleifen etwas aufpassen. Das bedeutet, du brauchst einen Schleifstab. Übrigens, sowas haben wir natürlich auch bei uns im Shop. Das kann man dann auch auf die Kettenschere montieren. Haben wir ja auch schon. Oder du kaufst sonst irgendeinen Stab. Also ein Stab ist schon, ein Schleifstab, nicht Stein, ist schon notwendig, weil man sonst nicht
alle Bereiche gleichmäßig nachschleifen kann, aber sei es drum. Aber wenn du das hast und mit dieser Klinge zurechtkommst, was jetzt auch nicht so schwierig ist, dann wirst du einfach eine Freude damit haben. Und ich finde es auch wirklich optisch sehr, sehr, sehr gelungen. Und zur Not kann man meinen XL-Feuerstahl damit bedienen. Gut, Feuerstahlbedienung ist grundsätzlich möglich, aber nur sehr, 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 sehr eingeschränkt. Ist nicht so toll einfach, weil halt die Kante abgerundet ist. Aber es wird funktionieren zur Not, aber es ist halt kein echtes Bushcraft-Messer, muss man auch sagen. Schön finde ich auch diese Klingengeometrie mit dem Swatch. Das ist alles sehr, sehr gediegen und sehr, sehr schön gemacht. Wenn es dir gefällt, dann gefällt es dir, und wenn es dir eben nicht gefällt, dann gefällt es dir nicht. Wir haben hier eine Schleifkerbe, die wahrscheinlich auch notwendig ist, dass man wirklich das Messer komplett schleifen kann, weil man sonst bei diesem Guard wahrscheinlich nicht hinkommt. Das ist beim Arbeiten kein Nachteil, ich bin kein einziges Mal hängen geblieben. Also da ist die Klingengeometrie auch genau so gemacht, dass es gerade so gut ist, dass man schleifen kann, aber nicht so unangenehm, dass es beim Arbeiten stören würde oder man hängen bleibt. Das ist auch sehr, sehr schön gemacht. Hinten beim Griff gibt es auch ein Mini-Mini-Mini-Lanyard-Loch und es ist auch ein bisschen ein Dorn, der aber nicht scharf ist, also überhaupt nicht, aber da ist ein Dorn mit dazu. Ich weiß nicht, hat das diesen taktischen Aspekt, dass man das sozusagen als Meinungsverstärker oder Glasbrecher oder als Nothammer auch noch nutzen kann, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall, es stört nicht und es macht jetzt optisch auch kein Unterschied, wobei Optik, ja, am Messer kann einem gefallen oder auch nicht, die Hand und das, was du damit tun willst, das muss sagen, ja, ob es schön oder schier ist, das ist ja relativ. Und an dem Messer ist auch überhaupt kein Chimping an keiner Stelle, das ist wie für mich gemacht. Ich möchte jetzt zum negativen Punkt kommen, der für mich ein bisschen ein Thema ist, aber das man relativ leicht auch beheben kann. Und zwar, ich habe gesagt, das Messer beeindruckt mich aufgrund der Leistung und weil es so klein und leicht ist, also du spürst es nicht. Und ich habe jetzt hier eine auch sehr hochwertige und gut gemachte, da gibt es überhaupt nichts, ich möchte das gar nicht schlecht machen, aber eine gute Keidegscheide, aber die ist halt auch relativ breit. Das ist super für mich, weil ich dann mein ganzes Zubehör, unser ganzes Clean Beam, das bei uns im Shop gibt, mit dazu backen kann, aber es ist einfach, es trägt auf. Der liebe Reini stellt sich das ja so vor, dass er das Messer, und ich werde mir eins checken, es ist ganz einfach so, ich werde es mir nur in der komplett schwarzen Version checken. Das sind diese blauen Einschlüsse. Ich hätte es aber gern in komplett schwarz, gibt es natürlich auch, gebe ich da unten den Link, billige Eigenwerbung, der unterstützt mich und meine Arbeit damit. Aber unabhängig davon, ich hätte halt dann gern eine schmälere Keidegscheide, eine, die zum Beispiel gefalten ist. Und sie haben sich da auch wirklich was überlegt. Ich finde das ja, wie gesagt, wir machen ja selber Messer und da kriegen wir auch immer wieder Kritikpunkte. Und ich habe mir abgewöhnt, das persönlich zu nehmen, weil halt jeder Mensch andere Vorstellungen und Empfindungen hat. Daher ist das doch total okay. Und das ist jetzt kein Sudern, aber ich hätte halt gern eine Keidegscheide, die gefaltet ist und hier auch weniger aufträgt, damit ich sie in dieser, wie man neumodern sagt, Scout-Trageweise, also quer zum Gürtel tragen kann und das Ganze nicht zu breit wird. Wenn du schlank und rank bist und durchtrainiert, dann wird dir das egal sein, aber wenn du eine fette Wampe hast wie ich, die drüber hängt, dann hängt sich die ganze Zeit hier in diese Scheide rein und das ist irgendwie unangenehm und das mag der Reine nicht. Nein, also das ist das Einzige, was ich jetzt anders machen würde. Wir können auch darüber nachdenken, ob wir eine TPU-Scheide dafür kreieren in der Reine-Rossmann-Werkstatt. Damit, eigentlich mache ich das alles für mich. Es sind immer Sachen, da sage ich, ich hätte das gern. Und dann gibt es das auch im Shop, wie zum Beispiel für den Survival Beaver und für viele andere Messer haben wir ja Scheiden und Holz da gemacht. Ja, also ich finde das Messer wirklich empfehlenswert. Der Preis ist leider, aber schau dich ganz einfach um. Es ist ja auch nicht etwas, was man sich einfach so im Vorbeigehen kauft. Und deswegen habe ich mir auch so viel Zeit gelassen, dieses Messer zu testen und zu einer Meinung zu kommen. Ich habe schon viele Monate. Es gibt auch einen Folder und da muss ich auch was dazu sagen. Das hier ist der Folder. Auch mit einer Recurve-Klinge, N690, Bastard Knife, Spanien, alles super. Mit einem Liner-Lock. Wirklich auch großartig verarbeitet. Ich kann dir gleich dazu sagen, wenn dir der taugt, dann taugt er. Da ist auch wirklich, es gibt kein qualitatives Problem. Aber mich überzeugt dieser Folder nicht. Komme ich gleich dazu. Vielleicht auch um der Vollständigkeit halber, es ist auch so eine Keidegscheide mit dazu. Du hast einen Pocket Clip. Es ist einfach schön verarbeitet, aber das Ding ist sauschwer. Also wenn ich da jetzt irgendwas jagen möchte, was ist jetzt übertrieben, aber du weißt schon, was ich meine, wenn ich da jemanden erschlagen will, das ist einfach der Kontrast zwischen diesem feststehenden Messer, das so hauchdünn ist und du gar nicht merkst, dass du es dabei hast, ist das wie ein Stein. Das ist schwerer als mein Mobiltelefon. Das heißt jetzt nicht, dass das schlecht ist, ganz im Gegenteil, ist super, aber mich hat es einfach auch im täglichen, im Handling einfach, es hat mich
halt nicht überzeugt. Heißt das, dass das schlecht ist? Nein, ich gebe da auch da den Link, es hat ein Lanyard-Loch, es schneidet wie Sau, es lässt sich extrem gut öffnen, es ist alles großartig verarbeitet, aber es ist einfach nicht mein Ding. Also das hier und meine Hand sagen irgendwie, gefällt mir irgendwie nicht so. Obwohl von Schnittfreudigkeit ist es genau dasselbe. Liegt für all jene, die dann sagen, okay, ich möchte etwas in der Hand haben, da hast du auch wirklich was in der Hand. Also das ist wirklich etwas Cooles. Nur hat mich halt nicht überzeugt, aber das hier, die feststehende Version, hat für mich wirklich einen Mehrwert und die taugt mir irrsinnig, die finde ich total, ja, genial. Aber eine genaue Gegenüberstellung von den beiden Messern findest du bei mir im Kaufberatungskanal, oben beim i-Klicken. Schau dort vorbei, dort labere ich darüber, warum und weshalb und wieso, ja. Also Fazit, ich habe alles dazu gesagt, ich gebe dir den Link, wo du die bekommen kannst. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dann natürlich auch den Link zu all unseren Produkten. Und ich sag nur eins. Super, jetzt muss man schon wieder ein Messer kaufen. Das Bastard Black Matters Fixed, also feststehend. Ach Gott.